Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmi, herzlich willkommen zurück bei Julia, unser Long Dark. Ja, wir müssen noch einmal durchs Bergwerk und wir haben hier ein paar Sachen. Mensch, das ist gut, dass wir die gefunden haben. Ich bin schon drauf und diesmal würde ich sie ja mitnehmen, aber ich weiß ja, wo sie sind. Eigentlich müsste ich sie reparieren, damit sie nicht kaputt gehen, während die hier stehen. Ne? Ach, ja, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. So, was haben wir denn hier? Kommen wir erstmal hier ein paar von den Dingern, genau. Was soll's? Erstmal die Dreimer. Damit wir was gegessen haben. Was sagt denn, ja. Auch alle weg. Wunderbar. Was sagt denn die Uhr? Gerade aufgestanden. Alles gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal Licht an. Da vorne müssen wir noch einmal gucken zum Looten. Zum guten Looten. Aber nicht damit. Damit. Oh Mann, da ist auch nicht mehr viel mit los mit der Lampe. Naja, so. Dann würde ich sagen, lass uns mal gucken. Was haben wir denn hier nicht genommen? So, hier ist alles leer. Lass uns mal hier gucken. Hier ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Einmal unten drunter, bitte. Einmal hier so. Nein, nichts. Okay, was haben wir hier noch? Streichhölzer, das ist immer gut. Und ja. Augenblick mal eben. So, natürlich, wie immer, ein Anruf. Da bin ich wieder. Also, was hatten wir denn? Hier war nichts, genau. Und hier war auch nichts. Wunderbar. So, dann werden wir mal Kohle sammeln. Genau, deswegen sind wir ja hier. Was hat denn unser Gewicht? Naja, da geht noch was. Kohle geht noch was. Und wir müssen uns, wir haben nicht mehr ganz so viel Petroleum. Wir müssen uns da mal zügig, ne? Zügig zurückbewegen. Das sind alles Steine hier. So, hier haben wir noch Kohle, genau. Ja, wenn wir zu viel haben, dann lassen wir die einfach irgendwo am Eingang liegen. Dann wissen wir, wo die sind. Das ist ja nicht so wichtig. Hauptsache, ne? Wir wissen, dass wir welche haben und dass die respawnt. Ich glaube, umhin sind wir den anderen Gang gegangen, oder? Von der Kohlenmenge her würde ich sagen, nee, wir sind hierher gegangen. Hier ist nämlich gar nichts. Ah, hier ist Kohle. Komm her, ein kleiner. So. Ne, da gehe ich jetzt nicht auch noch lang. Ich muss mit der Lampe durchkommen hier. Oh! Ein gebrochenes Eisen. Hier ist eine Sackgasse. Okay, dann gehe ich doch den anderen Weg. Habe ich gerade festgestellt. Habe ich gerade beschlossen. So. Nehmen wir hier die Kohle auch noch mit. Jawohl, ja. Aha. So, was haben wir hier noch? Da sind wir hergekommen. Genau. Hier haben wir alles geguckt. Ja, hier ist alles gelootet. Leer. Ach genau, hier haben wir ja sogar die Kiste noch kaputt gemacht. Müsste man hier eigentlich auch, aber naja, jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir durchkommen mit dem Licht. Bevor die Funzel wieder ausgeht hier. Die Seitengänge hatte ich ja mitgenommen, die kleinen, ne? So, was ist denn hier der Seitengang? Ja, wenn ich das mal so genau wüsste. Das ist der Seitengang. Okay, dann gehen wir hier lang. Das flackert schon. Merkt das? Das flackert schon. Naja. Zur Not haben wir ja noch Fackeln. Nicht ausmachen, Mensch. Zur Not haben wir ja noch Fackeln. Dann machen wir eine Fackel an, dann gehen wir mit der Fackel weiter. Naja, dann sind die ja auch mal für irgendwas gut. Ich meine, wir haben ja Lampen, aber wenn wir genug haben in dem Spielstand, dann sind es Lampen. Also da kann man wirklich nicht meckern. So wie viele Lampen ich schon gefunden habe, da kann man schon. Oh, eine kleine Lampenparade mitmachen. Gut, mitnehmen. So. Hier haben wir auch alles geguckt. Lass, bleib an Licht. Hier war auch noch so ein Dings. Da war noch ein ganzes Ding für Kohle. Ne? Und die lassen wir jetzt mal da drin. Komm schon. Hier die paar Meter wirst du wohl noch durchhalten, oder? Nein. Natürlich nicht. Da war die Sackgasse. Nehmen wir hier lang.
ganz schön flackelig. Ach ja, der Rucksack wird langsam schwer. Stell dir mal die so an. Ehrlich. Hier hoch. Treppe hoch. Los, hier hoch. Nee. Danach keine Kohle mehr. Dann gehen wir hier hoch. Jawohl, ja. So. Ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt hier drin geschlafen, aber ich glaube, das gilt auch als Innenraum, ne? Ich wollte ja dem Lagerkoller ein bisschen vorwirken, aber ich glaube... Ja, ja, Bäume essen, genau. Ich wollte ja dem Lagerkoller ein bisschen entgegenwirken, indem ich hier vorne am Eingang geschlafen hatte, aber ich glaube... Ich glaube, ja, hier, da bringt ja gar nichts mehr hier, das ist ja... Warte mal. Warte mal. Machen wir mal hier eine Fackel an. So. Nicht das, nicht das. Wo ist die Fackel? Da. Die will ich nicht. Dann lass uns hier hingehen. Da, die reicht uns. Genau. Verwenden. Anzünden. Ja, mach an. So, wunderbar. Dann gehen wir damit nämlich weiter. Die hätten wir direkt nehmen können, ne? Dann brennt sie wenigstens komplett aus. Wir sind nämlich da. Guck mal, da sind wir schon. Da hat sich ja gelohnt, die noch anzumachen. Das war ja super, Opa. Eine super Idee. Ja, ich weiß. So, hier haben wir noch Zeug abgelegt. Genau. Ach du großer Gott. Kohle und Bücher und... Ah, echt jetzt? Komm, wir sammeln mal alles auf. Lululululu. So. Ja, ich nehme auch mit. Und jetzt können wir gar nicht mehr laufen, oder? 43 Kilo. Mein Rennen ist nicht mehr. Okay. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Da müssen wir ein bisschen ablegen. Und zwar, wie viel Kohle haben wir denn gesammelt? Guck mal, 11 Holz. Da machen wir mal hier ablegen. Machen wir mal so 8 Stück. Genau. Und 37 Kohle, das ist auch schön. Da legen wir mal alles ab und dann nehmen wir mal ein paar wieder auf. Genau. Oh ja. So. So, was haben wir gewichtsmäßig? 33 Kilo, komm. Ich will nicht das ganze Holz, ich will die Kohle. 34, einer geht noch. Kohle, danke. So, den Rest lassen wir hier liegen. Wir wissen, wir haben hier brennendes Material liegen, das ist super. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal wieder raus. So, mal gucken, was uns draußen erwartet, der böse, böse Wolf. Ja, da ich wollte noch rübergehen einmal zur anderen Höhle. Da ist ja noch eine Höhle, ne? Die wollte ich mir ja auch mal angucken, die Straße lang. Ah, aber jetzt, ich denke mal, die Wölfe, die Bären, da ist alles wieder da. Ich halte die jetzt mal fest, das macht ja eh keinen Sinn, die auszumachen und hinterher wieder anzumachen. Man könnte früher, damals, ne? Damals konnte man hier einfach so gemütlich im Zickzack runterlaufen. Aber, ich will mir nicht die Beine brechen. Also gehen wir hier den normalen Weg und schauen mal, was da so auf uns zurückkommt. Ist ja kein Problem. So viel Zeit haben wir. So viel Zeit muss sein. Was sagt die Temperatur? 3 Grad. Ja, das sind genau die 3 Grad von der Fackel, die wir plus haben. Naja, gleich ist sie ausgebrannt, dann haben wir 0 Grad, da kann man gut mit leben. Ich hoffe nur, wie gesagt, dass die ganzen Tiergeschichten hier sich wieder ein bisschen zurückgeschraubt haben. Also wirklich, das ist ja Wahnsinn, wie viele Bären, Wölfe und was hier alles so gibt. Hier muss man schon aufpassen, hier waren schon die ersten Wölfe, wenn ich mich nicht täusche. Und da haben wir die Fackel aus. Tu sie weg. Ah, wir nehmen die auseinander. Genau. Wir nehmen die jetzt auseinander. Da, genau. Hier Aktion, zerlegen. Machen wir einen Stock draus. Geht doch noch. So viel Zeit haben wir noch. So, wir brauchen sowieso die Hand. Wir müssen die Hand jetzt frei haben. So. Freunde der Nacht. Dann schauen wir mal. Solange man noch bewaffnet ist, kann man hier noch so einigermaßen rumtumulten. Aber ihr habt ja gesehen, wie oft das schon schief gegangen ist, ne? Dass ich da plötzlich und unerwartet... Moment. Ah,
lecker Kaffee. Dass ich da plötzlich und unerwartet da zwischen den Fronten stand und mich kaum noch der Tiere erwehren konnte. Wir sind hier schon in der Ecke schon zweimal fast gestorben. Ihr erinnert euch vielleicht. Deswegen, ich will jetzt hier nochmal ein bisschen die Ecke erkundschaften, aber dann möchte ich auch wieder weg. Ich muss dann natürlich ein paar Mal hin und her laufen. Ich will ja das Fleisch und so, das will ich ja nicht liegen lassen. Das ist ja klar. Genau wie hier oben, das, die Kohle und das will ich alles nicht liegen lassen. Und wenn ich rübergehe zur Straße, da habe ich die Taschen so voll, da kann ich die Kohle dann auch nicht mitnehmen. Deswegen, ich wollte hier das zweite Domizil hier aufbauen, hier in dem Dingens. Das könnte man sich auch noch überlegen, das vielleicht zu machen. Aber, wie gesagt, das Bauernhaus ist, liegt deutlich friedlicher von der Lage her. Da ist ein Bär und da sind zwei, drei Wölfe. Die sind noch mal ein bisschen weiter weg auf dem Feld. Ab und zu läuft da ein Bär rum. Aber hier ist ja alles voller Bär. Und also alles voller Einbären. Und Wölfe, jede Menge Wölfe. Da muss man schon richtig aufpassen. Und hier wieder nur ein Kopfhörer auf. Du weißt genau, was das bedeutet. Ne? Wenn der Bär von Wolf von rechts kommt, dann habe ich wieder die Popokarte. Natürlich. Wie immer. Wie immer. In der letzten Folge, vorletzten Folge. Wo der nicht geknurrt und gebellt hat, sondern, ja doch, wo der geknurrt hat, aber nicht gebellt und ich den natürlich nicht gehört habe. So, was sagt die Temperatur? 1 Grad. Ach, wunderbar. Wunderbares Wetter. Genau das richtige Wetter zum Spazierengehen. Schon schön hier, ne? Kann man nicht anders sagen. Ne, das ist ein Stein. Ah, ich sehe überall Wölfe hier in der Ecke. Das ist ganz furchtbar. Ich habe auch meine Dingens habe ich noch, ne? Meine Dingens, um hier meine da 5 Stück, genau. Die Birkenschößlinge. Die muss ich auch noch zum Trocknen rauslegen. Das hätte ich ja machen können in dem Eingang hier im Bergwerk, bevor ich reingegangen bin. Also bevor ich losgelaufen bin. Also drinnen halt. Wenn ich zurückgekommen wäre, da hätten die schon ein paar Stunden gehabt. Naja. Ach, jetzt hat sie wieder Hunger. Komm, wir hauen uns ein paar Chips rein. Ja, wir haben gar kein Wasser mehr. Was ist denn hier passiert? Wir haben überhaupt kein Wasser mehr. Hallo? Das ist aber gar nicht gut. Da ist ein Reh. Okay. Immer wenn sich was bewegt, da kriege ich schon Muffensausen hier. Aber das war ein Reh. Ja gut, wir haben Tee zur Not, also, ne? Und ich will ja nicht weit, ich will ja nur hier ein Stückchen langlaufen. Und noch haben wir ein bisschen Reserve. Oh, ich muss auch den beiden Kopfhörer aufsetzen, ich höre den Wolf schon. Ich höre den Wolf schon. So, da lang ist unser Dingensdomizil. Wir gehen mal hier lang. Hier müsste noch ein Auto kommen. Wenn ich mich nicht täusche, kommt hier noch ein Auto. Und, Nadure, hau bloß ab. Ich war ganz froh sein, dass ich so viel Fleisch habe gerade. Obwohl Rehfleisch ist eigentlich das bessere, ne? Aber mein Gott. Ich habe dich gehört. Ich habe ihn gehört. Wo ist er? Ich will hier keinen Wolf. Da ist er. Da kommt er. Da kommt er. Tot ist er. Ha! Ich hab dich, mein Freund. So nicht. Nicht anrühren. Ach, ey, überall Wölfe hier. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. So, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Ah, dass hier auch noch einer rumspringt, also wirklich. Ja. Du hast Probleme mit deinen Getränken. So, dann gehen wir einmal hier rein. Da ist das Auto, genau. Da gehen wir jetzt noch mal reingucken.
Und dann würde ich sagen, gehen wir mal langsam wieder zurück. Obwohl, ich wollte ja noch. Naja, wir gehen erstmal hier rein und gucken. So, die tun wir mal weg. Oh, guck mal, ein Messer. Oh, guck mal, Sprühfarbe. Oh, guck mal. Was zu essen. Sehr gut. Aha, na gut. Dann gehen wir wieder raus. Mal gucken, was wir hier hinten noch haben. Noch eine Dose Cola oder sowas vielleicht. Wäre ja nicht so schlecht. So. Ja, so geht das. Und schon wieder haben wir Wolffleisch. Und schon wieder haben wir Wolfmantel. Kann ja nicht wahr sein, ey. Eigentlich muss ich den ja auch schon wieder auseinandernehmen, ne? Da hilft ja alles nichts. Komm, gehen wir mal weiter. Die Straße. Aber hier dürfte nicht mehr viel kommen. Aber, ne? Waffe raus, genau. So, einfach mal gucken noch. Wegen für die Neugier. Natürlich. Wir kriegen schon wieder Hunger. Gut, wir haben gerade was zu essen gefunden und zu Hause haben wir... Ach Gott. Was sagt denn hier? Guck mal, wir können auch wieder Bär und Wolf essen. Der Parasitenbefall hat sich wieder reduziert. Ja, da rennt der Dreh dahin, scheucht den Bär, den Wolf auf. Und was macht der Wolf? Der hat nichts Besseres zu tun, als zu mir zu rennen, natürlich. Aber habt ihr gesehen, wir haben wieder zwei Schüsse gebraucht, ne? Nur mal so. Was haben wir hier? Oh, guck mal. Hast du noch was? Nö. Keine Federn? Doch, hier. Da, Federn. Die brauchen wir für die Pfeile. Hier kommen wir wahrscheinlich nie wieder hin, oder? Meine Stimme versagt schon wieder. Natürlich, alles wie immer. So, dann gucken wir hier bis in die letzte Ecke natürlich, wenn wir schon mal hier sind. Sehr schön. Können wir nicht gebrauchen. Ja, ich sehe schon, unser Flüssigkeitshaushalt reduziert sich. Das heißt, wir müssen zurück. Wir müssen sowieso wieder hier hin. Wir müssen ja den Wolf auseinandernehmen. Das heißt, wir können also erstmal wieder zurückgehen zu unserer Hütte. Können da, was wir an Kohle und sowas haben, ablegen. Da ist ja auch noch Fleisch, das noch gebraten werden will. Aber, ja. Ne? Solange das da so rumliegt, ist alles gut, würde ich sagen. Dann machen wir mal wieder irgendwann eine Bratfolge. Dann werden wir wieder das ganze Fleisch, was da liegt, braten. Jetzt haben wir ja wieder 5 Kilo. Oder 3 oder so. Mal gucken, wie groß der ist, der Wolf. Wenn ich den jetzt auseinandernehme, hat er wahrscheinlich 5. Aber wenn ich jetzt weggehe und lasse ein bisschen liegen, dann wird er wahrscheinlich hinterher nur noch 3 haben. Aber das macht ja nichts. Nichtsdestotrotz. So, da gehen wir das nächste Mal weiter. Wenn wir den Wolf aus... Ach, ich kann doch nicht den Wolf auseinandernehmen und dann hier weitergehen. Hier stinke ich ja wie eine Metzgerei. Da geht er gar nicht. Das geht doch gar nicht, Freunde. Das geht doch gar nicht. Hier müsste da liegt er. Okay. Aber den lassen wir jetzt, weil wie gesagt, wir haben kein Wasser und nichts, oder? Oder? Ah, 35 Kilo. Nein, da kann ich ja nicht mehr laufen. Das machen wir nicht. Wir gehen jetzt hier lang. Hier müsste doch eigentlich der zugefrorene Strom sein. Und dann müssten wir doch eigentlich hier... Ja, da sind wir doch ganz gut. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein paar Dinge ziehen. Schon mal. Dann gehen wir nämlich hier den Weg zurück, genau. Und dann schauen wir mal, ob wir hier ein paar Dinge ziehen. Nicht Stöcker. Na, wie heißt sie denn? Kolben hier, genau. Da drüben stehen doch schon welche, ich sehe das schon. So, da sind noch mehr, aber ja. Was ist das, ein Hase? Was macht denn der Hase hier um Wasser, ne? Auf dem zugefroren. Ja. Ja, du stirbst gleich, ich sehe es schon. Natürlich. Na, guck mal hier.
So, dann packen wir mal weg. Ich hoffe, ne, ich höre die Wölfe, wenn die kommen, dass ich schnell genug bin, die wieder rauszukramen. Das war ja clever. Die musst du doch mitnehmen, Mensch. Die sollst du doch nicht liegen lassen. Wie blöd ist das denn? So, dann schauen wir mal hier ein bisschen. Nicht, dass uns noch ein Wolf begegnet. Nö, das muss nicht sein. Wir bleiben mal hier auf der Seite. Auf diese Seite. Das hat sich ja... jetzt ja jede... Was? Ja, ja. Natürlich, die ist nur am Rumlöhlen. Oh, ich hab Hunger. Oh, ich hab Durst. Oh, ich muss Pipi. Ach, ey, die ist nur am Rumlöhlen. Ich glaube, ich stelle die doch noch aus. Aber in kritischen Situationen ist das natürlich gut, wenn sie sagt, oh, ich hab Durst, ne? Wenn ich das nicht sehe. So, die nicht. Noch was? Nö. Ja, da ist die Brücke, da sind die Häuser, da ist Trinken, da ist Essen. Da ist alles gut. Und dann können wir uns neu bewaffnen und dann können wir, wie gesagt, zum Wolf gehen und den Wolf auseinandernehmen. Ja, und dann werden wir wohl mit ein bisschen Stinkefleisch rumrennen. Oder wir lassen den noch liegen und gehen erst die Straße weiter und machen den dann auch im Rückweg auseinander. Das können wir natürlich auch machen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir was zu trinken kriegen, was zu essen kriegen. Die hungert ja, das darf ja gar nicht sein, ne? Also ich kann mich noch erinnern, da habe ich auf Stalker, erst einmal auf Stalker gespielt. Da hat, ich weiß gar nicht, wie die damals hieß, war auch ein weiblicher Charakter. Die hat ganz schön rumgehungert, stellenweise. Ja, dann nehmen wir mal hier hoch. No, man weiß ja nie, ne, Waffe raus. Traue hier gar nichts mehr. Da gar keine Ecke traue ich mehr. Am Anfang bin ich hier rumgerannt, da war hier, ach, hier ist ja nichts super. Aber mittlerweile habe ich hier so viel Schiss. Hier können überall Wölfe sein, habe ich mittlerweile das Gefühl. Das ist überhaupt nicht lustig mit denen. Haben wir hier eigentlich schon geguckt? Ja, ne? Ich meine ja. So. Genau, hier lag auch noch einer. Den haben wir aber geleert, ne? Ja, der ist leer. Und hier? Warte, ich laufe mal drüber. Lololo. Nee, da war nichts. Da ist der scheiß Wolf schon wieder. Oh, Krähenfeder. Da sag mal einer, hier war nichts. Da liegen Krähenfedern. Hallo, guck mal hier. Ach, echt jetzt? Hört euch das mal an. Wie viele Wölfe hier sind. Ich will hier nicht mehr sein. Aber ich will die Ecke hier noch auskundschaften. Und dann hauen wir hier ab. Dann hauen wir hier ab. Wir haben hier viel, viel mehr Fleisch, als wir essen können. Und wenn ich hier koche, dann wird wahrscheinlich irgendwann wird der Kochskill so hoch sein, dass ich das Fleisch auch noch alles essen kann. Nee, echt jetzt. Ich guck gerade, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe oder so. Da geht ja schnell mal, ne? Guck mal da. Was sag ich? Eine alte Gipfelbrause. Und ein Buch. Genau. Guck mal, so geht das nämlich. Schon hast du eine Gipfelbrause übersehen. Wir gehen hinten rein. Wir gehen hinten rein und dann werden wir erstmal was trinken, was essen. Alles ablegen hier. Pack die Waffe weg. So. Ja, kalt war uns gar nicht, ne? Gott sei Dank. Kalt war uns gar nicht. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier so eine Ecke mit Holz, oder? Und Kohle. So. Ach komm, wir trinken die jetzt erstmal. Da haben wir Essen, da haben wir Trinken, da können wir uns ein bisschen bewegen. Ah, das war gut. Habe ich doch gesagt.
So, guck mal, hier haben wir 12 Cola, Mann. Mein Gott. Legen wir mal alles ab. Dann nehmen wir zwei wieder mit. So. Und hier hauen wir noch ein bisschen Holz hin. Nicht so. Opa, doch nicht so. Hier. Nehmen wir auch mal mit. Oder legen wir da hin? Komm her. Komm her, die jetzt noch ein paar Mal grün geschimmert. Ah, genau. So, da haben wir Kohle, da haben wir Holz. Hier machen wir Stöckers. Stöckers, genau. Aktionen. Nee. Ablegen. So. Drei Stöckers. So, ach ja, wir müssen die Dingens noch ablegen. Nee, nicht so. Was machst du denn da? Hier die Dingens, genau, hier die. Die muss er noch ablegen. Jawohl, alle ablegen. Die müssen doch noch trocknen. So, hier haben wir noch das. Wir haben. Ach, guck mal, wir haben die noch. Und ach, guck mal, wir können unsere Stiefel einmal reparieren, genau. Dann machen wir das auch. Dann reparieren wir die auch mal. Jawohl. Komm. Surrounded by snow. Ja, wunderbar. 91%. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann würde ich sagen, also wir müssen was essen. Wir holen uns mal eben von draußen was zu essen. Nicht, dass ein Wolf vor der Tür steht. Mittlerweile habe ich sogar Angst, dass ich, wenn ich rausgehe hier, dass da einer stehen könnte. Echt wahr. Schimmelig. 53%. Das ist super. Das essen wir. 53% ist ja wie neu hier. Essen. Jawohl. So. Ne, was haben wir hier? Hier F. Da F drücken. Da haben wir wieder. 1%. Ah ja. Schimmelig, frisch, schimmelig, schimmelig, geschmacklos. Also erstmal das Schimmel. Guck mal, das muss doch alles gebraten werden. Und da liegt noch ein Wolf zum Auseinandernehmen. Das hört nicht auf hier, das hört nicht auf. Solange wir hier bleiben, haben wir Wolf ohne Ende. Solange wir Kugeln haben, haben wir auch Wolf. So. Dann würde ich sagen, lass uns hier mal eben auspacken. Hier Brechstange können wir hier noch reintun. Messer hatten wir, glaube ich, auch zwei, ne? Holz, hier ein Buch rüber, zack. Streichhölzer, hier bitteschön. Wir haben ja auch unser Eisen. So, das haben wir auch noch nicht gelesen, oder? Ja, müssen wir noch machen. Hier haben wir von jedem einen. Das ist ja ein bisschen wenig eigentlich. Nehmen wir noch von jedem einen mehr mit. Da haben wir noch 0,2 drin. Okay. So, unsere Klamotten. Der müsste repariert werden. Du müsstest auch über repariert werden. Da brauchen wir noch ein bisschen Stoff. Dann nehmen wir mal hier so was drüber. Die nehmen wir noch rüber. Ach, die gehen sowieso kaputt hier, da. So, dann nehmen wir ein bisschen Stoff rüber. So, essen müssen wir Wasser holen, auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Messer, noch ein zweites. Hier haben wir noch ein Nähset. Hier haben wir das noch. Hier haben wir das noch. Dann müssen wir die Pistole. Die hat nur noch 41%. Okay, die Pistole müssen wir sauber machen. Also, zurück. Wetzstein, den brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Petroleum. Da haben wir noch eine Lampe. Petroleum haben wir nicht, ne? Nee, nur die Lampe haben wir. Wir haben gar kein Petroleum. Was ist denn hier los? Machen wir die auch noch auseinander, oder? Würde ich sagen. Was sollen wir mit Lampen? Was sollen wir mit Lampen, ne? Na und hier haben wir hier, das kann auch rüber. Die Federn können rüber. Alle. So, ein Holz haben wir noch, das ist okay. Da haben wir noch zweimal Stoff. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal was Wasser holen. Moment.
Wasser haben wir auch nur noch 2 Liter. Nehmen wir mal anderthalb. Da müssen wir auch kochen. Wir müssen kochen. Da gibt es nichts. Wir müssen kochen. Okay. So, dann trinken wir erstmal was. Damit wir genug Wasser haben. So. Genau. So, jetzt müssen wir die alte Kleidung zerreißen. Moment. Hier die. Zerlegen wir. Ne, zerlegen. Ach, guck mal, jetzt geht die Sonne unter. Echt jetzt? Hier. Zerlegen. Da gibt immer einen Strupp. Und damit kannst du hinterher eine ganze Hose reparieren. Ist das nicht super? Naja. So, und dann machen wir da noch eben den Pulli und die Hose reparieren. Das wollten wir noch. Genau, da ist der Pulli. Den reparieren wir jetzt. Jawohl. Einmal reparieren, bitte. So, ja, 92%. Sehr schön. Und die Schneehose, da brauchen wir, glaube ich, zwei für, ne? Egal, die reparieren wir jetzt auch. Komm, 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 das schaffen wir noch. Jawohl. Die hat 91%. Sehr schön. Den haben wir auch an, den Pulli. Sehr schön. Die Hose, das haben wir alles an, ne? Ja. So, dann wollten wir noch eine Lampe auseinandernehmen, damit wir Petroleum haben. Da ist so gut wie nichts mehr drin, ne? Egal. Wir zerlegen die jetzt. Geht das im Dunkeln? So, ja, dann würde ich sagen, die andere füllen wir jetzt noch auf. Ja, da ist so gut wie nichts mehr drin, aber wenn wir Fisch machen, dann kriegen wir wieder. Oh, aber ist schon schön dunkel geworden, sehr schön. Wo bin ich hin? Hier. So, da ist der Kühlschrank, dann gehen wir mal hier durch. Wo ist denn die alte Kiste hier? Ah, sehe ich nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Bett. Dann müssen wir erst noch mal voll trinken. So. Ja, und dann müssen wir die nächste Folge müssen wir kochen. Wir brauchen Wasser. Das heißt, in der nächsten Folge holen wir uns erst den Wolf. Und dann werden wir den ganzen kompletten Fleischbestand, den wir haben, kochen. Wir werden Wasser kochen wieder und dann schauen wir mal, was wir dann weitermachen. Gut, wir sind voll getrunken, das heißt, wir gehen schlafen. 10 Stunden ruhig. Schlafen wir mal, solange wir können. Mal gucken. Einundzwanzig Tage, 17 Stunden überlebt. Wunderbar. Oh, der Tag kommt. Die Darmparasiten haben wir immer noch. Dann würde ich sagen, dann essen wir mal das hier. Und jetzt geht der Sturm draußen los, natürlich. Ist ja klar. So, dann werden wir mal noch eine Stunde warten. Gefühlt 21 Grad, ne? Wunderbar, der Sturm ist wieder weg. Dann schlafen wir noch eine Stunde. Dann speichern wir ab an der Stelle. Dann ist auch wieder Tag. Denke ich mal. Jawohl. Ja, das soll es für heute gewesen sein, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal dabei. Ich brauche das jetzt nicht wegpacken. Das ist ja jetzt gespeichert an der Stelle. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei und dann werden wir den Wolf auseinandernehmen. Dann müssen wir leider noch mal eine Folge. Ein bisschen Fleisch braten, Wasser kochen. Was so dazugehört zum Überleben, ne? Und dann werden wir aber weiter die Gegend erkundschaften. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Euer Opa Hemi. Tschüss.